vom SC Neubrandenburg, die von Editha Kollak trainiert wird. Und sie macht da einen durchaus guten Eindruck. Wir schauen mal, wie es aussieht insgesamt in der Diskusentscheidung bei den Damen. Da sollte sich ein Blick, meine ich, doch auch lohnen. Tja, das könnte eine Medaillenflut geben für die deutsche Mannschaft. Anna Rü, 58,10 Meter. Wie weit sind wir? Das ist jetzt hier die Frage. Ja, da sind wir ziemlich durch. Das ist Shanis Kraft von der MTG Mannheim. Von Sven Schwarz trainiert. Aber bitte, da sind die deutschen Damen Rü und Kraft ja auch in der... Widmen wir uns in aller Ausführlichkeit nochmal der Diskusentscheidung. Ilki Viluda hält hier den Junioren-Europarekord mit 74,40 Meter. Nun gut, solche Weiten werden wir hier nicht erleben, liebe Zuschauer. Aber das ist nochmal Anna Rü vom SC Neubrandenburg. Und die Abteilung Deutschland im Diskuswerfen haben wir das alles im Griff. Im U20-Bereich, im U23-Bereich, also wohin man guckt, sieht das ausgesprochen gut aus. Anna Rü, 58,10 Meter. Im letzten Versuch nochmal eine richtige Steigerung. Also ein durchgängig guter Wettbewerb, nur einen ungültigen hatte sie. Und im letzten Durchgang nochmal 58,10 Meter für Anna Rü. Das ist nicht so weit weg von ihrer persönlichen Bestleistung. Hier haben wir noch die dritte deutsche Starterin, wenigstens im Bild, Sonka Kielmann, die von Thorsten Frey betreut wird, hat eine persönliche Bestleistung von 53,54 und diese persönliche Bestleistung hat sie hier auch überboten, Sonka Kielmann, obwohl es nicht zu einer Medaille reichte, aber das ist die U20-Europameisterin von der MTG Mannheim, betreut, trainiert von Sven Schwarz, Shanis Kraft. Das ist ein schöner Name für eine Diskuswerferin. Kraft schreibt sich auch mit C, wie Sie da auch erkennen können, liebe Zuschauer. 58,65, fünfter Versuch. Am Ende nochmal 55,58. Also Gold und Silber geht an den Deutschen Leichtathletikverband im Diskuswerfen bei den Damen. Und da wird dann Sonka Kielmann auch nicht happy sein. Die ist vierte geworden. Ist auch gut. Persönliche Bestleistung ist sogar sehr gut, aber... Ein paar Meter haben da schon gefehlt zur Spitze und dann auch noch mal zum Weitsprung. Und auch hier gratuliert Sonka Kielmann.